Hey Leute, zum nächsten Part hier. Und wir haben, glaube ich, schon Amanda eigentlich gerettet. Ich weiß es gar nicht mehr. Pass auf jetzt hier, ne? Jedenfalls retten wir hier wieder Amanda. Oder was für wieder? Halt, wir müssen sie von der Polizei hier abholen. Und ja. Dann machen wir das mal. So. Kommen wir hier halt ein bisschen um die Stadt hier. Nein, macht man natürlich nicht. Brauche ich nicht. Das war der vor mir. Der hat die Ampel überfahren. Hey, das gibt's doch nicht. Weil hier die ganze Zeit in GTA Online rum. Aber trotzdem. Ja, okay, da habe ich eigentlich auch bessere Autos. Wenn ich zugeben darf. So, hier perfekt eingeparkt. So. Steig in das Polizeiauto. Machen wir das mal. Ein Auto. Scheiße. Erwischt. Ach, scheiße, erwischt. Na, 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 na. Also ich weiß ja, ich fahre. Und der Amanda sagt sogar noch, ich soll fahren. War ja eigentlich auch. So, fahren wir hier schon. Ui, den habe ich nicht gesehen. Ich habe auf die Karte geguckt. Immer noch 3 Sterne. Ah, okay, jetzt nicht mehr. So, oh, ja, okay. Oh. Ja, okay, mein Auto steht auch schon wieder hier, finde ich schön. Wo es eigentlich abgeholt wurde von der Polizei. So, okay. So, was hatten wir eigentlich für eine Mission letztes Mal? Sind wir doch mit dem Fahrrad gefahren. Ja, okay. Wenn wir mit dem Fahrrad gefahren sind. Ja, okay. Passt schon aus hier. Ach. Lassen wir mal aus hier. Die Bürger müssen auch hier rumfahren. Oh. Aber nicht so, dass sie mir vorfahren, ja. Was? Wieso schreit da jemand hu? Juhu, Alter. Das hab ich auch noch nie erlebt, dass da irgendjemand huhu schreit hier. Das gibt's nicht. Also bei mir gab's das noch nicht.
in GTA. Dass jemand zu mir Hoho schreit. Naja, da kann man nichts tun. Immer wieder findet man was Neues hier in GTA. Da komm, fahr mal hier mal rum. Aber für die letzten paar Meter, ja. War ich schon. Ding. Sticks, or we do a store. Which do you like? Well, store's usually easier. But I gotta make a big take. Well, gem as it is, then let's go to Vangelico and buy ourselves an engagement ring. Oh, we're gonna need a crew. I can round up some of the old guys. There are no old guys. Moses, ironically, he found Jesus. All those Irish crazies, they mostly just disappeared. That crew from the south, they all went down. There was a an Eastern European guy making moves in Liberty City. He went quiet. Was labert right. Ihr da von Liberty City? Das ist GTA 4, aber dazu sage ich jetzt. Komm, wieso fahren wir nicht mit meinem Bullenwagen? Ja, okay, der wahrscheinlich schon kaputt ist. Komm, nimm mal den. The shop's on Little Portola. Oh, das your FIB buddies, they know you're back in business. Ich bleib da hängen bei einer Laterne. What are you talking about? Ja, okay, bei einer Ampel. WPP thing. Does it look like any WITSEC program I'm aware of? Well, for starters, they don't put witnesses up in multi-million dollar mansions in Rockford Hills. Now, maybe they thought this would be the best cup. And most witnesses don't transfer five-figure sums in ja, okay, komm. FIB agent's bank account every month. Of course, the money gets moved around and washed through a number of fronts, but the trail is there. Deposits and withdrawals, the same sum every month. Dave Norton, white middle-aged. Ich hoffe, bei denen, der was vor mir ist, dabei kommt der vor, der übernächste. Shooting of a notorious stick-up man, Michael Town. Und der fährt dann. Ich kann echt nicht mehr fahren, ja. Das ist echt schlimm hier. Ich kann da nicht mehr, fahren. Ich glaube, ich brauche in GTA eine Fahrschule, weil sonst. Nein, Spaß brauche ich eben nicht. Das ist ein GTA, so fährt man wie man will. Aber die ganze Zeit dran will ich ja auch nichts. Radio aus. Du liegst am Boden. Boah, komm, da können wir jetzt hier mal hinrennen. Dankeschön. Thank you. Oh, versteckte Kamera. The alarm keypad is on the left when you come in, on the wall by the side door. And what do we got here? Surveillance and ventilation. Now all I'm after is the alarm. The keypad and we're done. Shots come through. Camera check, alarm check, vents check. Hey, beautiful.
Du kannst einfach vorgehen. Glaube ich mal. Sir, I'm sure we can help you. Tell me about her. What's her taste? Gee, thank God. This ain't my wife we're talking about. I don't know. I don't want to spend too much. I think maybe 10 grand? Our rings start at 8, our pendants start at 12. Alright. So these things built last, or am I just paying for the Evangelical logo here? No. We use perfect clarity jewels. 18 karat gold, 950 platinum. Nothing but the best. Alright. I think you just made a sale. I'm gonna take a look around. Think about it. Come back to you, baby. Don't go anywhere. I understand. Okay. Thank you, sir. You got it. Come back to me. Have a wonderful day. Oh, okay. Hätten wir das geklärt? So, we good? Okay, das wäre doch keine gute Idee, so einzuparken. Ich fahre jetzt so rum. Dann muss ich nie mehr so viel laufen danach. Da wo ich ganz am Anfang, also angefangen habe zu spielen, dachte ich so, ich muss da reinfahren, da wo dieses Teil ist. Also halt, da wo wir gerade drin waren, in diesem Laden da. Und dann haben sie mich halt erwischt, ne? Aber ich wusste es halt noch nicht. Das war ja das erste Mal. So, da fange ich mal nicht mehr erst an zu rennen. Das bringt ja sowieso voll gar nichts, aber jetzt schon. Toll. Da rein bin ich auch noch nie. Ich bin hier immer außen gegangen. Nein, passt zu weit. So, schön hier hoch. Genau. So, jetzt muss ich hier außen rum. Oh. Come back to me before someone spots you up there. We'll do. So, schön beim Baum. Da springe ich immer hier runter. So, fast gar nichts abbekommen hier von Schaden. Ich habe noch mehr als ein Dreiviertel des und. Ja, ist okay. Also ihr könnt es auch so machen, außer ihr habt schon gemacht, dann finde ich es auch ganz okay. Aber dann müsst ihr nicht die ganze Zeit hier außen rumlaufen und so weiter und so weiter. Und deswegen müsst ihr einfach nur gegen den Baum springen und verliert ihr sehr wenig Leben. Ja, okay. Schon ein bisschen Leben, aber nicht sehr viel. Und ja. Es kommt ja auch darauf an, wie ihr landet. Ach, mein Polizeiauto ist auch schon wieder repariert. Finde ich schön. Hier sind die Fotos. Okay. Nice to see the methods have changed. Well, we gotta figure out what we're doing somehow. All the crews, the rolls, prep work. Don't want to leave evidence behind on a hard drive. Yeah, the methods don't change. Right, not for a pro. Well, mapping out the options.
showing you all the angles. That's my area of professional expertise. Making decisions. That is your domain, my friend. Here. Now, there's two ways I see of doing this. We go in smart, or we go in loud and dumb. Remember the vents? If we're gonna be smart, we pump also ich habe immer the air system and hit the cabinets while everyone A gewählt, also bei dieser Ding. Und deswegen machen wir es heute mal mit B. Außer ich habe es jetzt verwechselt. Aber es müsste eigentlich schon sein. No, we've got to find some in circulation. It's awkward, it's real awkward, but this is the gun favored by LSPD tactical teams, so one of their vans is probably a good place to look. A hacker can disable the cameras, and the length of time depends on their ability. The alarm will be operating on the same window. The exit strategy is more or less okay. The same for both options. Den the driving den unit ich. Will, of course, da sind wir schon einmal drinnen gewesen, aber nur ganz kurz. So, also ich habe immer auf laut gemacht. Auf schlau. Also ich habe immer auf A gemacht. Deswegen machen wir es heute mal auf B. Ja, komm. Den nehmen wir hier mal. Dann nehmen wir den. Ja. He's a pro. Not much else to say. Hacker. Harris. Ja, und Packer. That look good to you? So. Are you sure? Sieht das gut aus? Great. Ja, na klar, sieht gut aus hier. Yes. Good. My rep don't count for nothing no more. You're a dead man, Michael. I'll call you. Ich bin kein toter Mann. Sie sagen alle, dass Michael DeSanta eigentlich tot sein sollte, wenn es eigentlich Michael Turley war, der was tot ist. Und nicht Michael DeSanta. Weil der liegt ja. So, ich steige hier wieder in meinen Bullenwagen ein. Damit fahre ich jetzt weiter. Hey, what's up? Hey, man, it's me, Michael. What's going on? Listen, I gotta get hold of the money for that house we pulled down. So, I'm getting a crew together for, you can guess. The pay will be awful, and the risk will be high. But you might learn something, if you're interested. Man, that's not exactly a great sales pitch, dog, but I guess I gotta start somewhere. Thank you. Maybe one day you can put together your own deal. So, there's still some preparation I gotta do. Sit tight for a while. My buddy Lester will get in touch with the details. Und your mama just left. Damit würde ich immer sagen, beenden wir mal diesen Part. Und ja, sehen wir uns einfach mal hier beim nächsten Mal. Ciao, Leute. Ciao.